Hallo und willkommen zu meinem ersten Video aus meiner neuen YouTube-Playlist. Wieso eine neue Playlist? Weil ich die Vorschübe der Maschine nun neu berechne. Und darum soll es auch in diesem Video gehen. Wie nutze ich die Excel-Liste und wie berechne ich die Vorschübe richtig? Wer die Excel-Liste haben möchte, muss mir gerade eine E-Mail schreiben und ich antworte ihm dann mit einem Link zu meiner Cloud. Als Dankeschön würde ich mich selber ein Abo freuen. Ja, wie man schon sehen kann, habe ich so einen Testblock in den Schraubstock gespannt. Als Werkzeug benutzen wir einen 6mm 4-Schneider Schaftfräser. Damit werden wir voll durchs Material fahren. Zuerst mit den, ich nenne es mal, falschen Werten und anschließend mit den richtigen. Ich werde auch diesen klassischen Fehler machen, mit dem Vorschub runterzugehen. Ja, ich werde immer die Stoppuhr und den Vorschub von WinPC mit einblenden, damit man es immer schön sieht. Und wir starten jetzt einfach mal mit Fusion. Zum Glück ist der CAD-Teil wirklich nichts Wildes. Wir erstellen uns auf der XY-Ebene eine Skizze. Das sieht dann so aus. Das sind die Rohteilmaße. Extrudieren das Ganze. Ich meine 60,2, ja genau, 60,2 mm. Und erstellen uns hier auf dieser Ebene eine zweite Skizze. Das sieht dann so aus. Mein Werkzeug ist ja 6 mm. Also der Schaftfräser hat ja einen Durchmesser von 6 mm. Deswegen habe ich 6 mal so eine Nut erzeugt, 3 mal falsch und 3 mal richtig. Und dann extrudieren wir das Ganze in den Körper hinein, also schneiden das Ganze aus. Und das war schon der ganze CAD-Teil. Machen wir weiter mit der Fertigung. Ja, bevor wir anfangen, schauen wir uns erstmal an, was wir überhaupt machen wollen. Die erste Nut, die hier, bearbeiten wir wie eine Tasche. Das heißt, wir fahren hier im Helix ein und säumen die Nut frei. Ich habe es mal falsch Helix genannt. Falsch wegen der falschen Schnittdaten. Dann hier falsch direkt normal. Also wir fahren außerhalb ein, fahren das Material und fahren dann außerhalb wieder aus. Mit falschen Schnittwerten. Wir fahren direkt, also ohne Helix, mit in normaler Geschwindigkeit. Diese Operation hier habe ich einfach dupliziert, also ist völlig identisch zu dieser. Nur werde ich hier in WinPC den Vorschub etwas verlangsamen. Als nächstes wieder wie eine Tasche im Helix, aber mit richtigen Schnittdaten. Dann wieder mit richtigen Schnittdaten, direkt normal, also wieder außerhalb eintauchen. Die Nut freisäumen und dann außerhalb wieder rausfahren. Wieder dupliziert, nur werde ich hier sogar den Vorschub erhöhen auf 150%. Und dafür müssen wir uns erstmal einen Fräser anlegen. Das machen wir hier in der Maschinenbibliothek oder Werkzeugbibliothek. Und das hier ist mein Fräser. Vierschneider Stirngeometrie, also zum Eintauchen 6 mm. Das hier ist die Geometrie vom Fräser. Und nun zu den Schnittdaten. Und dafür gehen wir auf meine Excel-Liste. Ja, bevor wir jetzt hier in die Excel-Liste einsteigen, möchte ich noch dazu sagen, dieses Video und auch diese Excel-Liste ist natürlich für Hobbyfräser gedacht. Profis kennen das natürlich alles. Die wissen auch, wie man Vorschübe berechnet. Aber es soll eine Hilfestellung sein und ist auch ehrlich gesagt echt komfortabel. Man muss nur diesen Block hier ausfüllen und schon spuckt die Maschine die ganzen Werte aus. Ich nutze es wirklich sehr, sehr gerne. Als Basis hat mir diese Sorsotec-Liste hier gedient. Diese Tabelle hier habe ich im Prinzip 1:1 übernommen. Und auch die Formel hier. Meine Excel macht nichts anderes, außer diese Formel hier zu berechnen und umzusetzen. Eingehen möchte ich eigentlich nur auf diesen Punkt hier, die Eintauchtiefe. Da schlägt Sorsotec bei Nicht-Eisenmetalle den halben Fräserdurchmesser vor. Und bei Holz und Kunststoffe den doppelten. Natürlich schreibt Sorsotec hier, Achtung, das ist abhängig vom Aufbau der Maschine. Deswegen, eine Dartzone wird wahrscheinlich damit locker durchkommen. Aber im Hobbybereich, ja, da kämpfen die Maschinen schon bei solchen Werten. Ich muss auch dazu sagen, diese Aussage, falsche Schnittwerte, richtige Schnittwerte, bezieht sich nur auf meine Maschine. Ja, und wie nutzt man jetzt diese Excel-Liste? Da steht schon Eingabe, Ausgabe. Das heißt, dieser Block hier muss ausgefüllt werden. Und das machen wir jetzt einfach mal an einem Beispiel. An unserem Beispiel. Also wir haben Alukuss. Der Fräserdurchmesser beträgt ja 6 mm im Durchmesser.
Wir haben vier Zähne. Dieser Wert hier, Zahnvorschub aus Tabelle, muss abgelesen werden. 0,025. Dann die Spindeldrehzahl, die maximale Spindeldrehzahl. Das habe ich nur einmal eingegeben. Das ändere ich ja nicht mehr. Und ob die CNC-Maschine Kugelumlaufspindeln hat. Bei mir, meine Maschine hat es. Deswegen ein X für Ja. Und jetzt muss man unterscheiden, will ich eine Nut fräsen oder eine Kontur? Ich will ja in unserem Beispiel eine Nut fräsen. Deswegen habe ich hier ein X für Ja. Und jetzt erkläre ich mal kurz die SOSOTEC-Liste mit der Tiefenzustellung. Die sagen ja, ich ändere hier mal kurz was, die sagen ja, bei Alu der halbe Fräserdurchmesser, das ist ja der Faktor. Also gibt es jetzt hier bei der Ausgabe eine Umdrehung von 10.000. Es empfiehlt ein Zweischneider, aber das ist nur so eine Empfehlung, das kann man eigentlich ausblenden. Der seitliche Vorschub beträgt rund 1000 mm die Minute. Wenn man jetzt im Helix eintaucht, 350. Und der vertikale, oh, Entschuldigung, Helix seitlich, genau. Wenn man seitlich fährt im Helix, 350. Und hier vertikal, wenn man spiralförmig eintaucht, 530 mm die Minute. Dann sagt er hier, man fräst im Gleichlauf. Die Schnittgeschwindigkeit, wenn man die noch sehen möchte. Und die Tiefenzustellung. Hier schlägt der SOSOTEC den halben Fräserdurchmesser, also 3 mm vor. Und das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich nenne es halt falsch, weil es für meine Maschine unpassend ist. Und das übernehmen wir jetzt. Also 10.000, ich sage jetzt runter 1.000, 350 und 500. Jetzt gehen wir hier auf die Schnittdaten. Test falsch. 10.000 Umdrehung, 1000 mm die Minute, Helixvorschub 350 und der Eintauchvorschub 500. Die Tiefenzustellung beträgt 3 mm und die Querzustellung 1,5 mm, aber was ja hier Quatsch ist, weil wir haben ja eine Vollnut. Wir akzeptieren das Ganze. Ja, die Schnittdaten haben wir uns ja jetzt angelegt und erstellen uns jetzt unsere erste Fräsoperation. Das ist die hier, die zweite Kontur. Gehen hier auf Werkzeug auswählen. Bei mir, ich habe es unter Diverse abgelegt. Vier Schneider, 6 mm. Und so wählen uns hier die Schnittdaten für Test falsch aus. Als Geometrie habe ich diese Ecke hier ausgewählt. Hier habe ich nichts verändert. Die tiefen Schnitte sitzen Haken 3 mm, aber ist ja Quatsch, weil diese Wand ist ja auch 3 mm hoch, deswegen wäre dieser Punkt eigentlich Quatsch, hätte man weglassen können. Und Materialeinfahrt habe ich in Haken gesetzt, weil wir es ja wie als Tasche betrachten. So sieht das Ganze aus. Simulieren wir mal ganz schnell. Tauchen so ein, bearbeiten das. Und das schauen wir uns jetzt erstmal live an. Ja, man hätte das ja schon fast so stehen lassen können. Zum Schluss hat man ein bisschen Kreischen gehört. Auch das Fräsergebnis ist es okay. Nicht gut, aber ist okay. Ja, als nächstes wollen wir diese Nut hier bearbeiten. Dafür habe ich das hier einfach dupliziert. Ich öffne es gerade mal. Hier habe ich nichts verändert. Als Geometrie habe ich diese Ecke hier ausgewählt. Das ist identisch. Hier habe ich auch nichts verändert. Nur hier habe ich Einfahrt und Ausfahrt einen Haken gesetzt und diesen Wert auch 2 mm erhöht. Also da darf ich ruhig ein bisschen weiter ausholen beim einen Ausfahren. Und Materialeinfahrt habe ich den Haken rausgenommen. Schauen wir uns das gerade mal an in der Simulation. Tauchen so ein außerhalb und fahren da wieder raus. Und jetzt schauen wir uns das live an.
Ja, puh, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie laut das war. Ich bin regelrecht zusammengezuckt, besonders genau an der Stelle hier, als der Fräser das erste Mal das Material berührt hat. Ja, also ich wollte schon fast den Not ausdrücken, so laut war das. Aber ja, okay. Also ganz klar, hier stimmt was nicht, hier müssen wir irgendwas verändern. Aber das machen wir ja später. Als nächstes habe ich das hier einfach dupliziert. Ich habe nur die Geometrie verändert, sonst gar nichts. Deswegen gehe ich jetzt nicht drauf ein, zeige es euch aber. Ich gehe hier mit dem Vorschub auf, ich meine 15%, aber schaut es euch einfach an. Ja, also ich sag mal, hätte man vielleicht auch so stehen lassen können. Das ist ja dieser klassische Fehler. Es kreischt und was macht man? Man geht erstmal mit dem Vorschub runter. Dabei ist es der völlig falsche Weg. Eigentlich müssen wir mit dem Vorschub sogar hochgehen. Aber das packt ja die Spindel nicht. Das hat ja schon bei der Nut nicht gepackt. Das heißt, wir müssen jetzt was ändern, nämlich die Tiefenzustellung. Wir gehen jetzt gerade mal wieder zur Excel-Liste. Ja, und jetzt passen wir die Schnittdaten an. Hier steht es schon, bei Fräsprobleme muss immer dieser Wert verringert werden, nicht der Vorschub. Also die Tiefenzustellung AP muss verändert werden. Die Vorschübe, die Geschwindigkeit, die lassen wir, an denen machen wir nichts, die passen. Und das hier, und also diesen Faktor, könnt ihr mit diesen zwei Zellen ändern. Und das müsst ihr an eure Maschine anpassen. Ich habe einfach für mich gemerkt, wenn ich diesen Wert hier auf 0,5, Entschuldigung, 0,25 war es. Also das heißt, wenn ich denn die SOSOTEC-Empfehlung nochmal viertel, dann ist es ein sehr, sehr guter Wert für mich, für meine Maschine. Das heißt, das hier übernehmen wir jetzt einfach mal. Also, die gleiche Operation. Ich habe nichts geändert, außer die Geometrie. Und wenn man hier wieder auf das Werkzeug geht, habe ich diese Schnittdaten gewählt. Die schauen wir uns mal kurz an. Schnitttest, richtig, Tasche. Alles gleich, 10.000, 10.000. Übrigens muss man nur die Spalten ändern, wo kein FX ist. Ich glaube, FX steht für Funktion, würde ich jetzt mal sagen. 10.000, 10.000, wieder 1.000 mm die Minute, 250 und 500. Und hier kann man schon sehen, die Tiefenzustellung habe ich reduziert auf 0,75. Und die Querzustellung ist ja immer noch konstant auf 1,5 mm. Aber auch hier wieder Quatsch, denn wir sind ja in der Vollnot. So, wählen jetzt diesen Wert hier aus. Schnitttest, richtig, Tasche. Wie gesagt, die Geometrie. Ansonsten ist alles gleich geblieben. Ja, es hat sich ja schon viel, viel besser angehört. Als nächstes fahren wir wieder direkt durchs Material. Aber man kann es ja hier schon sehen. Hier passiert ja was. Ist ja auch logisch. Wir haben den Wert, die Tiefenzustellung, geviertelt. Also müssen wir natürlich auch die Bahn viermal bearbeiten. Also ich habe das hier dupliziert. Wieder Schnitttest richtig angewählt. Und jetzt geben wir diese Kante. Und jetzt schaut und hört mal hin.
Fräser fährt durchs Material und das hört sich gut an. Die Maschine scheint locker durchzufahren, ohne zu rattern. Und auch das Fräsergebnis, ich zeige das später in einer Nahaufnahme, sieht einfach super aus. Da gibt's, also ich bin begeistert mit diesen Schnittdaten für meine Maschine. Okay, und abschließend wollte ich euch noch was zeigen. Und dieses Mal könnt ihr euch sogar die Stoppuhr mal anschauen. Dasselbe wie, genau, wie das hier, wieder gerade dupliziert, nur die Geometrie verändert. Und dieses Mal erhöhe ich den Vorschub sogar auf 150%. Ja, ich würde mal behaupten, jetzt kommt die Spindel auch wieder so ein bisschen an die Leistungsgrenze. Viel höher will ich jetzt auch nicht gehen. Aber muss man auch nicht. Das heißt, man hätte das so in 100%, mit 100% locker durchfahren lassen können und nebenbei ein Bier trinken. Abschließend wollte ich noch was zur Kontur erzählen. Und zwar, wenn ihr eine Kontur fräsen wollt, macht ihr hier gerade euer X raus. Jetzt sieht man schon, das Ganze springt um. Jetzt haben wir hier zwei Werte, nämlich AP, die Tiefenzustellung, und AE, die seitliche Zustellung. Hier empfiehlt ja Sosotec eine, das lassen wir auf 025. Öffnen wir es mal kurz. Beim Fräsen einer Kontur empfehlen wir eine seitliche Zustellung von 25% bei 100% Eintauchtiefe. Also ich habe mal den Faktor wieder auf 1 verändert. Die seitliche Zustellung auf 0,25, da steht es auch schon Faktor, also es hat nichts mit der Maschinenanpassung zu tun. Und jetzt sagt die Excel-Liste, eine Tiefenzustellung von 6 mm, also der volle Fräserdurchmesser, bei seitlicher Zustellung 1,5 mm. Ich persönlich finde das ein bisschen viel für meine Maschine, deswegen passe ich den Wert gerne an auf 0,5. Übrigens lasse ich diesen und diesen Wert hier immer stehen. Ich habe jetzt schon oft damit gefräst, bin super zufrieden. Das habe ich jetzt einfach so für mich herausgefunden. Das 0,25 in der Vollnut und 0,5 in der Kontur einfach gute Werte für mich sind. Also, wenn ich jetzt eine Kontur fräsen wollte, wäre jetzt hier die Tiefenzustellung bei 2 mm und die seitliche Zustellung bei 1,5 mm. Ja, war jetzt ein bisschen trocken, aber ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen und meine Erkenntnisse einfach. Ich zeige euch jetzt noch ein paar schöne hochauflösende Bilder und verabschiede mich. Bis zum nächsten Video. Ciao!